Moin Moin Leute, was geht, was geht? Heute mal ein Stream, mal einen anderen Stream, einer besonderen Art. Und zwar heute mal Summoners, mal nicht mit der Katschi, sondern mit mir, Somai. Und wir gucken uns heute das Update an. Wie ihr schon sehen könnt, Rahelwächter sind sozusagen fertig. Jetzt in diesem Update gibt es sozusagen neue Klasse. Und zwar einer von den Weißschattensöldnern, der wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Also es bleibt offen, ne? Dass da vielleicht noch mehr kommt. Und Heath kann man natürlich nicht spielen, bevor man nicht mit seinem Hauptcharakter die Quest in Kaslan, ne? Ist das Kaslan? Ja, genau. Wir müssen also Kaslan betreten. Das kennt man aber eigentlich auch von den anderen. Das ist so ein schönes neues Bild. Finde ich richtig cool. Sieht richtig geil aus. Beschwörer auswählen. Ah, ein Patch kommt natürlich. Das ist natürlich ganz toll, ne? Nochmal nach Patch. Ich hoffe, wir fliegen nicht raus. So, also, das ist mein Main hier. Und wir machen jetzt sozusagen die Vorbereitungsquest, damit wir Heath spielen können. Los geht's. Turmwächter Cillion müssen wir, dann Kaslan. Und dann geht das alles seinen Gang. Neues Gebiet ist auf jeden Fall dazugekommen, beziehungsweise, was heißt neues Gebiet? Sagen wir mal, neue Abschnitte von dem Gebiet. Denn das Gebiet wurde ja damals von Soletta schon sozusagen erstellt. Genau, bei dem geht's los hier. Brauchst gar nicht vorzulesen, weil das alles viel zu schnell geht. Dingo möchte euch testen, um zu sehen, ob es sich lohnt, euch die Zukunft der Welt anzuvertrauen. Helden besitzen eine Kraft, die Menschen um sie herum anzieht. Und ich glaube, dass ihr diese Kraft besitzt. Das fällt ihr aber früh auf. Geht und zeigt ihm, was ihr drauf habt. Rell wird ihn euch vorstellen. Genau, da lernen wir sozusagen Heath jetzt kennen. Da bist du ja. Mit dieser Person ist etwas Vorsicht geboten. Er gehört zu den Weißschattensöldnern. Das sind die Nachkommen der Helden, die den ersten Riss der Welten versiegelt haben. Okay. Auf den ersten Blick mögen sie wie normale Söldner aussehen, aber tatsächlich sind sie diejenigen, welche die Bedrohung der Welt im Verborgenen auslöschen. Es heißt, dass sie keine moderne Magiekraft verwenden, sondern die Techniken antiker Helden. Allerdings haben wir immer noch keine genaue Information. Boah, so schnell kann ich gar nicht lesen. Deswegen, lest es euch selber durch. Man kann das immer noch nachgucken, alles. Da ist der Heath. Jetzt darf ich gleich, das ist ja ein tolles Willkommensgeschenk. Anstatt ihn kennenzulernen, erstmal, hey, komm, ich töte dich. An Assassin's Blade remains invisible. Prepare yourself, not bad. Wow. Ein Held, antiker Söldner. Wow. Er ist aber stark. Den klatsche ich mit der Ohrfeige um, Junge. Ja, ich hab gestern gesagt, hieß es Scheiße, der ist One-Shot. Aber cool sieht er aus, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir einen Charakter freigeschaltet und jetzt könnten wir sozusagen den auch spielen. Das ist hier Geselligkeit, Ruhe, Albernheit, Entscheidung, Seriosität. Was ist das für Blödsinn? Naja. Okay, gucken wir mal. Warum hat der geschlossene Augen? Besser, wenn du erstmal die Frisur änderst, dass du dich noch sehen kann. Was denn für eine Frisur? Wenn du noch weiter drückst, dann gehst du nochmal zurück. Jawohl. Das ist ein richtiger Ninja hier draus.
Mach mal Mädchen draus hier. Oha. Ist die erste Frisur am besten, finde ich. Na, also wenn man so ein bisschen auf Japaner steht, dann das ist natürlich die Frisur. Lass mal einfach so. White Shadow Mercenaries never fail. Ja, die Hieß-Geschichte ist halt anders. Erstmal eiskalt umgeschnetzelt hier. Wenn er seine Mundschutz auf hat, sieht er ganz anders aus. Ja, nur Deko. Tja, haben sich wohl zu früh gefreut, wa? Ja,
will be destroyed. So schnell kann's gehen. Follow me. Nein, ich rede von dir, du Monster-Elf. Auf was hältst du Aufträge und du selbst solche Macht besitzt? Hier Geld und Urlaub. Was soll ich mit Urlaub? Also, den Kontext verstehe ich jetzt nicht so. Hä? Er hat gerade ein Viech gekillt und sie redet von irgendeinem Urlaub und Bezahlung und hä? Magicians with various abilities who have gathered to study the magic power hidden in the world. Ah, du bist in Sierra angekommen. Geh zuerst zu Piers Schatten. Okay, na los. Ist kein Reittier oder was? Ah. Muss ich erst auswählen, so. We are shadows. Welcome to Sierra. Hi. Monster Elfe. Die wissen aber sofort, worum es geht, ja. Das war's. Denn gleich nach der Questreihe, wenn es fertig ist, ploppt gleich so ein Ding auf, was du kaufen sollst. Okay, das war's wohl.